Das sind alle ins Neue reinlaufen. Ach, Leitung zu lang, da steht's ja, ich Idiot. Ich denke immer, das wird rot, wenn ich es nicht bauen kann, aber der meldet sich mit dem Text Leitung zu lang. Aber ey, die geht echt ziemlich weit. Die eine hier hin. Reizt es mal total aus, so weit wie sie noch. Wohl bis hier. Okay, jetzt runter. So, dann brauche ich mal den Beton. Dann haben wir sogar schon fast alles da. Hast noch Beton? Ah, ich kann keine weitere Leitung bauen. Ich brauche Beton. Brauchst Beton? Mache ich gerade. Ich lege sie in die Kiste. Perfekt. So, warte. 33 liegen in der Kiste. Super. Echt, die Junge, ich splitter, jawohl. Ich nehme nur mal die Hälfte. So eine miese Sau. Ich muss ganz kurz den Strom hier trennen. Also da sagt man jetzt natürlich ganz klar, es sind schon vier angeschlossen, vier Geräte, ich kann nicht mehr. Hier hin. Wirklich? Kupfer, die Bahn, okay. Der hat noch. Der. Ich nehme schon mal ein paar Eisenplatten mit, wenn es ein längeres Vorderband wird. Ja, was würdest du denn sagen? Ein Lager direkt neben dem Miner? Dass man die Produktionsstrecke stillsteht, dass da eingelagert wird? Ne, macht glaube ich nicht so viel Sinn. Weil du musst es ja sonst irgendwie immer reinkippen. So, uns fehlen aktuell nur noch die Dings. Die Spulen. Ich mach schon mal rein, was ich hab, ne? Achso, ja. Warte, ich bring dir noch was hier. Zement, Spulen. Jawohl, Zement. Zement haben wir, glaube ich, genug. Jawohl. Spulen haben wir auch bald. Ja. Das wären nur noch ein paar von den Kupferdrähten. Genau, da können wir erstmal drum. So, ich mache das Upgrade fertig. Jawohl. Congratulations, you have unlocked Building Space Elevator, Building Biomass Burner, Part Biomass. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Die Dings bauen. Biomassbrenner. Note.
Future developments should be aimed at constructing the space elevator and as such initiating project assembly. Aber ich glaube, jetzt sind wir einmal durch, oder? Wie meinst du einmal durch? Weil er gemeint hat, sie haben das Ende erreicht. Ah, okay, jetzt. Okay, Weltraumlift müssen wir bauen und. Alles klar, ne, alles gut. Ja, ich denke, wir kriegen eine Aufgabe, sag mal. Der Bau. Ja. Was macht denn der? Wieso baut denn der so komisch? Ach, mir fällt Eisenstange zum Bauer jetzt, alles klar. Eisenstangen sind da drinnen eben. Ja. Na, ich wollte gerade schon ein bisschen das Vorderband machen. Oh, Alter, hast du das gesehen, was wir jetzt von uns aufbekommen haben? Oh, ne, cool. Mal angucken. Bin auf diesen Weltraumlifter gespannt. Ist das eine Kanone, was wir da oben drauf haben? Ne, keine Kanone. Es fliegt dann irgendwie hoch, wenn ich es noch richtig weiß. Also ich weiß, wie der Weltraumlift aussieht. Aber ich sag's dir nicht. Das soll eine Überraschung werden. Es ist. Damit rechnest du nicht. Sag uns mal so. Okay. Aber das Teil hier, ich weiß nicht, wie man das startet, aber das setzt ab, das ist wie so ein Raumschiff, das fliegt dann hoch mit Material, ja, glaube ich. Keine Ahnung. Hm. Ach, wir müssen jetzt Meilensteine auswählen, mit der Basisbau, Logistik oder Feldforschung. Ach, so tut er aus. Okay, ich kann mal gucken, beim Basisbau drück mal Beobachtungsturm, Fundamente, Rampe, Wände und noch mehr Rampe. Bei der Logistik gibt es dann einen Förderlift, einen Förderbandfusionator, das ist der, wo verschiedene Bänder in eins verbindet, oder einen Splitter, der es dann aufteilt in zwei. Wir brauchen ein Förderband auf jeden Fall erstmal. Oder bei Feldforschung kriegt man persönliche Aufbewahrungsbox, ne? Dann kriegst du einen Objektscanner noch. Was ist das? Molekular Analysis Machine. Mam. Aua. Aber kann man damit Essen finden dann, oder was? It's used to analyze new and exotic materials found on alien planets. R&D will assist pioneers through the MEM to turn any valuable data into usable resource options and technologies. Also man findet wohl exotische Materialien damit. Ja, also so persönliche Aufbewahrungsbox und diesen MAM und Objektscanner finde ich jetzt nicht so wichtig. Als erstes, also ich würde mir der Basisbau nehmen, dass man Fundamente habt und Wände, was es irgendwie okay. Spaß und Sinn macht und Beobachtungsturm. Oder Logistik, dass man hier Förderbänder splittern und zusammenführen können. Das darfst du aussuchen. Ja, komm. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir vom Kupferteil noch ein Förderband hierher machen. Vom Kupfer. Ja, da war ich ja gerade dabei. Da wollte ich hier diese Eisenstange holen. Okay, brauchst du noch Beton für dann? Oder was brauchst du für dann? Dann kann ich dir helfen. Dann bilde ich schon mal die Materialien für. Pass mal auf. Für ein Förderband. Jetzt sagt er zu mir nur, ich brauche Eisenplatte, die habe ich. Warum sagt er gerade zu mir, ich brauche Kupferstange? Eisenstange. Was ist das für ein Blödsinn? Ah, für den Fördermarsch brauche ich die. Ne, ich habe jetzt auf jeden Fall mal gerade alles zum Bauen. Alles gut. Okay. Aber was ich immer brauche, oder was wir immer brauchen zum Bauen, Eisenplatte, die Eisenstäbe und den Zement, den Beton. Ja, Beton mache ich, der Rest wird ja automatisch größtenteils hergestellt. So, dann kommt nämlich jetzt ein schönes Vorderband. Vorderband zu lang, war ja klar. So, aber hier.
war. Na toll, der snappt nicht. Wieso snappt der da nicht? Was hat denn der für ein Problem? Ich will das schön gerade haben. Und der möchte einfach nicht snappen. So, nichts mit gerade. Nee, echt nichts mit gerade. Naja, egal. Und dann halt nicht gerade. Also auf jeden Fall das Kupfer ist schon mal hier. Welche Maschine ist das nochmal, wo das rein muss? Ah, ist ja schon. Die liegt hier, warte. Zu die teuer, was fällt mir jetzt? Ja, dann können wir es nämlich aufsplitten, da können wir aus diesen Kupferteilen dann oder Eisenplatten machen, Eisenstangen gleichzeitig. Genau, deswegen jetzt forschen wir ja gerade diesen Splitter. Oder das ist unser nächster Meilenstein, können wir das aufteilen. So, ich brauche nochmal ein paar Eisenplatte. Dürfte dann. Warte, kann ich nochmal hier rausnehmen? Nee, shit. Achso, ne, lass ich, okay. Muss ja halt da hinten was rausnehmen, ne? Um Band abgreifen, ne? Ja. Naja, ne. Steh mal drauf und bedien mich mal ein bisschen. Naja. Ich füll so lange hier auf. So. Jetzt stelle mir mal ein paar. Ja. Ach, wir können auch einfach umswitchen dann, okay. Ja, also wenn man von einem genug habe, stelle ich die Maschine einfach um, das geht natürlich auch klar. So, ich habe jetzt 72, ich hoffe, das reicht mal. Das Band ist ja schon da, ich muss nur noch die letzten Züge hier verbinden. So.
So, jetzt kommt's Kupfer an. Perfekt. Naja, alles andere ist schön, aber. Sieht ja keiner. Eben. So, dann können wir hier umzwitschen. Dann brauchen wir nur noch Platten und dann sind wir fertig. Ich habe noch ein paar Platten, komm die mal hier rein. Große gerade eh nicht. Wenn mir nachher wieder ein paar Hersteller Förderbänder machen möchte. Rein da. Ah, nur 24. Wie dieser Knopf dann auch anfängt zu qualmen, ne? Und das Ganze drumherum, wenn man zu lange da drauf bleibt. So, rein da. Ja, jetzt wird's geil. Jetzt kannst du rausgehen. Jetzt müsste die Rakete gleich starten. Okay. Oder das Teil, was da drauf ist. Hast du den Blick? Ja. Dann drücke ich jetzt den Knopf. Ich komme dann auch schnell raus. Warte. Milestone reached. Jo. Conveyor belts can now merge, split and lift to increase the complexity and efficiency of your factory. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline short range transportation. Ja, tschüss. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Ja, okay, so. Genau. Kommt aber wieder. Vielleicht. Okay. Ich wollte schon sagen, wenn es nur wegfliegt, bringt das wenig. Was brauchen wir für das nächste Update? Ja, was sollen wir machen? Steht zur Auswahl? Viel zu viel. Guck einfach selber. Jetzt darfst du da eins aussuchen. Ich bin fair. Ja. Also es gibt wirklich viel. Es gibt nur 2 Punkte von Stufe 1 und glaube 3, 4 oder 5 Punkte jetzt von Stufe 2 schon. Ja, oder? Also kannst du jetzt aussuchen, ob Wände oder neues Lager oder schnellere Maschine ist, glaube ich, Stufe 2. Ich weiß nicht. Echt viel. Du wolltest ja Wände haben. Mach mal Wände. Ja, meinst du? Sollen wir so ein paar Fabrikgebäude dann bauen? Ja, ja. Ah, guck, oben rechts steht es auf dem Bildschirm. Frachter gehört zurück in... 2 Minuten 30 Sekunden. Ja, das warten wir noch auf jeden Fall ab, oder? Ja, ja, klar. Ich überlege gerade hier schon, wie ich am besten jetzt aufteile. Hier sind ja die Eisenbahnen, die müssen wir auf jeden Fall aufteilen, ne? Genau. Beziehungsweise... Eisenplatten und eventuell noch Schrauben, wenn wir die verstärkten Platten machen wollen. Beziehungsweise, wir haben ja ein zweites Feld hier, soll ich da nicht einen zweiten Miner drauf machen?
Können wir auch machen. Du musst überlegen, wir müssen ja, wenn wir verstärkte Eisenplatten machen, müssen wir es noch mehr aufsplitten. Ja, also wäre eh sinnvoll, wenn man einen zweiten Miner hätte, ne? Weil der produziert genau, ja deswegen nicht schneller, sondern der teilt halt einfach nur auf dann. Was brauche ich denn für einen zweiten Miner? Ah ja klar, Eisenplatte, was denn sonst? Eisenplatte machen wir gar keine. Machen die Stangen. Also schnapp ich mir mal wieder ein paar. Kommt das Teil jetzt wieder? Ja. Das ist geil, ne?